Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution mit Chigo und Dalu. Hallo. Hallo. Ich bin schon mal wieder in der Safari-Zone, denn, ja. Wie ihr es vom letzten Mal wisst, haben wir vergessen, hier drin Surfer zu lernen. Da muss man erstmal wissen. Ja, gut, wahrscheinlich hätte man alles gelesen, hätte man es vielleicht mitbekommen. Komm schon, Viecher beißt endlich, was soll das? Ich dachte gerade, was ist das jetzt für ein erschreckendes Geräusch, aber das war bei euch der Zug. Das ist bei der Zug, ja. Ja, ich hab gerade so, oh Gott, was ein passiert monströses jetzt? Pokémon. Wow. Ja, richtig. So, geht jetzt die Safari-Zone unter? Vielleicht geht's auch hier oben weiter. Moment. Momentan Safari Zone 2. Im Süden ist Safari Zone 3 und. 3 ist richtig. Ja. Hast du sie gefunden? So, hier muss sie sein. Also, bist du in Zone 3? Ja, ich bin jetzt in Zone 3. Wo ist 3. die? Ich bin einmal nach das rechts. Das ist da, gelaufen. Wo wir letztes Mal auch lang gelaufen sind. Und ich vermute mal, das ist das Haus hier. Es ist, also, es scheint auch der linke Weg zu sein. Warte mal. Ich muss es noch eben testchecken. Grünes Haus mit Glasdach. Jo, okay, dann ist das das. Moment, hier liegt ein Pokéball. Ah ja, das ist ja eine HM, also hier so eine. Das kann man dann ja jedem beibringen. Moment, du kriegst sie umsonst? Ja. Okay, weil ich habe kein Geld mehr. Die liegt hier einfach rum. Die kannst du dann ja auch mehreren beibringen. Das ist ja bei allen wichtigen. Also, es sind ja keine TMs, sondern hier HMs. Hießen, glaube ich, früher VMs, oder nicht? Ja. Genau. Und er stand da auch gar nicht, also. So gehe ich aber jetzt das wieder ist in den Haus, Bereich unten, ja, oder? Ja. Das ist, glaube ich, der beste Bereich. So, Surf. AM Surf, Anton. Ja, Anton kann es lernen. Der Kerl heißt der Kommissar, der einen hier reinlässt. Der Kommissar. Hm. Babidelbum. Oh oh. Ja, komm, es soll Geld auf. Okay, achso, Moment, da unten ist er ja schon. Missging es jetzt noch weiter? Hätte man sich noch mehr umgucken können? Was ist zum Beispiel unten rechts? Das ist eine gute Frage. Oh, Parasek, hui. Will ich nicht. Ach, komm schon. Ah doch. Stimmt, man kann ja jetzt einfach, wenn man jetzt Surfer benutzt, kann man ja auch einfach Wasser-Pokémon. Das ist ja wie Angeln, ja. Oder? Ja. Ja, klar. Wenn überall Encounter kommen auf dem Wasser. Kann ich meine Pflanzen-Pokémon besser leveln? Mhm. Ich bin froh, dann habe ich jetzt gleich zumindest 5 Pokémon, die relativ weit oben sind. So, Backpack, hier Disc, Surf. Kann das irgendjemand anders? Kann das hier meine Biene lernen? Nein, natürlich nicht. Eine Biene? Ja, ich meine, vielleicht ist das hier alles anders. Na komm. Das ist bestimmt blöd, das zu verlernen, aber so. Psyduck, yay. Wow, wow. Slowpoke. Was mache ich mit dir? Body Slam ist, glaube ich, ein bisschen zu hart. So, jetzt kommen wir dann nach unten weiter. Das Fahrrad ist also vielleicht wirklich nur für Shortcut. Also ich glaube, das ist nur für Shortcut. Weil im Original Blau-Rot hast du es ja auch geschenkt bekommen. Nice. Ja gut, aber so kann man ja Spielzeit pushen, ne? Muss kann ja sein. Ja, das stimmt. Kann ja Absicht sein. Ist ja schon ja auch ziemlich doll Absicht. Okay, ich hab mein Anton. Anton. Ist Anton eigentlich? Ja, doch, es ist Wasser. Mist. Ist das schon Psychowasser oder ist das nur Wasser? Nein, nur Wasser. Anton ist dann Psychowasser, oder? Ja, oder ist wahrscheinlich.
Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier irgendwas fangen will im Wasser. Ich würde gerne wissen, was die seltenen sind. Das stimmt. Surf. Kann Relaxo surfen? Relaxo kann Surfer lernen! Ich hab's mir fast gedacht, Hands dass es kann. Egal. Aber was verlerne ich dafür? Das Fett ist sehr schön oben. Ah, ich glaube, ja, muss ich verlernen. Schade. Wer braucht schon Anton, wenn man Relaxo hat? Yes, please. Whee. Da ist ein Dratini. Kann ein Dratini vorkommen? Oh, das wäre geil. Das Dratini. Dratini. Das Bodyslam hat nur 15 Aufladungen. Dratini nicht auch safe Wasser? Nee, also Drache. Drache. Ja, aber als Haupttyp? Ich glaube nur Drache. Drache, der Haupttyp. Vielleicht Drache Flug? Nee, Flug noch nicht. Flug Wasser vielleicht? Keine Ahnung. Warte, man kann jetzt nicht nachgucken im Pokédex? Dratini ist Typ Drache. Nur Drache. Also Haupttyp ist Drache, ja. Ja, nur Drache. Dragon, mir auch immer noch. Das ist auch nur Drache und danach kommt Drachenflug. Okay, cool. Leo. Komm, so ein Dratini wäre geil. Wäre der Hammer. Wenn es hier rumschwimmt im Wasser, muss es ja auch geben. Das Ding ist ja... Das wird nicht durch Rest verhindert, oder? Doch! Rest überschreibt tatsächlich auch Paralyse. Oder nee? Paralyse heilt sich nicht von alleine, oder? Nee, nicht hier. Schaden. Das Geräusch von Anton ist super, wenn es erscheint, ist Ruawa. Ruawa. Oh ja, ich schlafe schon fest. Versuchen, den Slowpoke zu fangen. Hm. Komm hier, versuchen wir es. Hey, ich hab's. Ich werde es zwar nicht brauchen, ich aber gucken, egal, ich hab's. Es Dratini gibt. Es gibt hier kein Dratini. Shit. Wie sieht es bei euch momentan vom Level aus? 55 und 51, weil ich gerade meinen Relaxo nutze. 51, 47, 45, 43 und mein Relaxo ist 39. Okay, also wir sind ungefähr gleich auf. Ich habe nur trotzdem ein bisschen Angst, dass ich ein bisschen zu schwach bin. Bin mal gespannt. Mein Gliga müsste ich noch upgraden. Kapuzzi war auch kein Dratini. Mischt. Schön ist ja, weswegen man hier auch immer alle Pokémon, die random rumstehen, ansprechen soll, damit man einen Eintrag im Pokédex kriegt. Stimmt. Weil sobald man nämlich einen Eintrag hat, sieht man sie auch, ob sie spawnen oder nicht. Das ist cool. Gut, hier gibt es nichts mehr für mich, leider. Oh, warte mal, stimmt. Ich kann in der Premium-Zone nochmal gucken, ob es da ein Dratini gibt. Obwohl, nee. Hab ich ja gerade schon geguckt. Nein, nicht aufwachen. Ja, hier gibt's Dratini. Lol. Tag, Kunran. Hallo. Geht's aus dem Wasser raus? Kein Lust mehr auf Wasser. Kein Dratini gefunden, ne? Nee. Dratini dürfte aber. Ist Dratini im Wasser? Ja. Haben wir nicht eben festgestellt, das ist gar kein Wasser-Pokémon? Nee, aber es lebt im Wasser. Dann soll ich vielleicht doch wieder ins Wasser. Ja. Dracheflug war schon, also Dingen sind schon krass. Mhm. Niemand will ins Zubat, jetzt geh weg. Hier draußen sind halt auch coole Sachen. Dann nochmal so ein Sichlor. Ja, Sichlor wäre geil für Scherox und dann Dratini, aber die scheinen alle ziemlich selten zu sein. Weiß das gerade einer bei meinem Sichlor? Ist ein Symbol daneben, also ist kein Pokéball. Hat ein Item. Ja, hat ein Item, weiß ich. Das wäre ja voll gut, wenn du es fängst.
Kann vielleicht das Metallarmband sein, glaube ich. Okay. Oder Beere sein oder so. Mann. Komm schon. Glaube fest an Stratini. Ich glaube daran. Gibt sie wirklich? Vielleicht. Hast du es gefangen, Conan? Nee, ich hatte es nicht. Also, ich oben in der Übersicht ist. Ah, ja, ja. Hat das bei mir das Item-Symbol. Deswegen ja. War ich so verwundert. Schwimm, schwimm, schwimm. Komm schon herauf. Moment. Keine Zeit für so einen Scheiß. Super Pokémon, die ganze Zeit hier diese blöden Wooper, ey. Braucht doch keiner. Das war ein gutes Pokémon. Ist Wasserboden. Echt? Danach wird es Felino, glaube ich, oder? Oder nee. Das ist Felino, oder Felino nicht? Felino ist das und es wird zum Moorlord. Zum Lord wird es? Moorlord. Moorlord, ja. Na, ob ich Lord vom Moor sein möchte, ich weiß ja nicht. Das ist voll süß. Ja gut, vielleicht also süß nicht mehr, aber nett. Es sogar gebrauchen, aber... Ist immun gegen Elektroattacken. Das ist schon ziemlich praktisch. Das ist natürlich stark, ja. Okay, ein Wasser-Pokémon, das immun gegen Elektro ist. Mhm. Holy whack. Will auch keiner. Puh, das ist echt selten. Oh Mann. Ja, das macht Tara anscheinend auch. Ja. Und die drei pinken Fragezeichen, die ich im Wasser noch habe, sind anscheinend auch ziemlich selten. Noch seltener als Ratini anscheinend. Oh Mann. Moment, ich hab drei lila Fragezeichen im Wasser. Mhm. Achso, ich hab dann ein anderes davon wahrscheinlich. Ah, das eine wird Ratini sein. Habt ihr Gyarados aufgedeckt? Nee. Okay, das ist Gyarados. War echt noch. Das habe ich, glaube ich, auch in irgendeiner Zone mal angesprochen. Mhm. Ah, genau, das Feen-Evoli hatte ich, glaube ich, in so einer Kapsel drin gehabt, in diesem Evoli-Turm-Dings. Deswegen habe ich es im Pokédex eingetragen gekriegt, glaube ich. Ach, komm schon. Aber ich habe auch erst ein einziges Carpador gefunden hier. Ja, ich hatte auch erst ein Machkarp. Machkarp. Was willst du denn, Zubat? Denn dich braucht ja wirklich gar keiner. Es wird gemobbt. Hat's verdient. Denn es verwirrt einen immer nur ständig, es ist auch super nervig. Richtig. Stell mir nur lustig vor, dieses Poliwag, also diese Kapsel, was mir hier ständig begegnet, setzt ständig Body Slam ein. Wie dieses kleine Kapsel auf mich zugerannt kommt und dann so von meinem Relaxo-Bauch so abprallt. Quappo-Spieler. So, ja, dann ja, aber. Wobei gegen Relaxo, glaube ich, jedes Pokémon mit Body Slam komisch aussieht. Ja. Na gut, vielleicht so ein ähnlich großes. Ich glaube, mein rosa Ring ist nicht klein. Mal, ob ich das irgendwie. Okay. Lü. Ja. Gehen wir um die Pflanze rum. Holy whack. Ja, was haben wir denn? Was bist du denn?
Bist du... Herr Jemini. Grund, Bodengestein. Owei ist tatsächlich Pflanze. Was ist Slowbro? Wasserpsycho. Oh, ein Meryl. Ist das ein, Moment, ist das ein Shiny? Meryl kann hier drin sein. Das ist eins der seltenen. Mein Koko, mein Owei sieht komisch aus. Versuch das mal zu fangen. Da habe ich gar nicht drauf geklickt. Meryl ist Scheiße, wie sieht jetzt das normale Owei aus? Pink. Das, ja, aber ich meine, das stand anders. Ich kann denen einfach nicht wenig genug Schaden machen, als dass die nicht einfach umfallen. Shiny Owei ist gelb. Okay. Matschkopf. Wir werden wahrscheinlich gleich rausfliegen. Oh ja, scheiße, stimmt. Nein. Echt, war das so kurz? 20 Minuten sind schnell um. Ja, aber sind wir in meiner Folge? Nee, doch, wir sind in meiner Folge reingegangen. Schwimm schneller. Die ist jetzt gerade 16 Minuten. Hm. 16 Minuten dürft ihr schon die Safari-Zone genießen. Yay. Schneller, schneller, schneller. Meryl, Tatsache. Willkommen, Meryl. Ich will Dragoni. Dratini. Dragonietini. Dragonietini? Mhm. Och, ein Zubat. Es gibt ja auch alles keine Erfahrung hier. Oder zumindest sehr, sehr wenig. Mhm. Wild Wooper. Der Wild Wooper. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt noch einen Kampf gegen noch ein Zubat. Und dann sind wir mit meiner Folge am Ende. Jo, dann sollten wir langsam hier raus. Ja, ich denke, wir werden teleportiert, oder? Gleich. Mhm. Was? Das hat keiner beim letzten Mal auf die Zeit geachtet, oder? Nee. Ich würde sagen, 20 Minuten waren es. Na gut, dann, ja. War es das mit der Safari-Zone vermutlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Beim nächsten Mal geht es aus der weiteren Sicht weiter. Ja, und haut rein. Tschüss. Tschüss.